Windows hat ein paar esoterische Vorgaben, was das Formatieren von Datenträgern angeht. Da kann es schon mal passieren, dass ein 64-GB-Stick auf einmal als 32-GB-Stick erscheint. Wie wir das Rätsel jetzt lösen, zeige ich euch in diesem Video. Ich bin hier auf meinem Arbeitsplatz und ihr seht, dass da ein Stick eingesteckt ist, der mit 31,2 GB angezeigt wird. Das ist allerdings falsch, der hat 64 GB. Wie ist es dazu gekommen? Das Problem bei Windows ist, dass sich USB-Sticks ab einer bestimmten Größe nicht mehr in FAT32 formatieren lassen. Es gibt aber wiederum Anwendungen oder Geräte, die nur mit FAT32 zurechtkommen, also musste ich den in FAT32 formatieren und dann musste ich eine kleinere Größe nehmen. Das führt dann dazu, dass ich nicht mehr die vollen 64 GB nutzen kann. Wenn ich die jetzt wieder nutzen will oder ihr ein ähnliches Problem habt, ein Stick angezeigt wird, der nicht mit der korrekten Größe angezeigt wird, dann könnt ihr jetzt mal dieser Anleitung folgen und wir schauen mal, ob wir es gelöst kriegen. Gleich vorneweg eine Entschuldigung, der PC ist auf Englisch. Ich habe es immer noch nicht geschafft, den auf Deutsch umzustellen. Als erstes müssen wir mal die Computerverwaltung aufrufen. Das ist hier in allen Sprachen gleich. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das kopiere ich mir hier raus, drücke Windows und R, dann kommt dieses Ausführenfenster oder Run auf Englisch. Dann füge ich diesen Term ein und drücke einmal auf Enter. Dann öffnet sich die Computerverwaltung. Für uns interessant ist links das Disk Management. Zu Deutsch wäre das die Datenträgerverwaltung. Hier unten sehe ich dann auch meinen Stick. Und was er hier schön anzeigt, ist, dass eine Partition nur diese 31,2 oder 31,3 GB hat. Der ganze Stick allerdings mit 57 GB hier angezeigt wird. Dass da jetzt nicht 64 stehen, das liegt an der Umrechnungseinheit. Dieser hier ist nicht zugeordnet. Wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache, ist Extend Volume ausgegraut. Kann den jetzt also nicht größer ziehen. Will aber die ganzen 64 GB nutzen, was muss ich also machen? Rechtsklick, Delete Volume auswählen. Wenn ihr das macht, ist der Inhalt gelöscht. Das würde ich euch sowieso immer raten, Backup machen von dem Stick oder am besten gleich gar nichts drauf haben. Dann gibt es auch keine Gefahr von Datenverlust. Ich klicke einmal drauf Delete Volume, bestätige jetzt die Warnung, dass wirklich alles gelöscht wird, was da drauf ist. Und dann wird alles als nicht zugewiesen angezeigt. Ich mache jetzt hier drauf einen Rechtsklick und erstelle ein neues, einfaches Volume. Jetzt kommt so ein kleiner Assistent, den kann man gerade mal durchklicken. Hier sehe ich dann den Maximum Disk Space und dann zeige ich euch auch gleich, wie das mit der Formatierung funktioniert. Ich nehme jetzt einfach den Maximalwert, das heißt, ich kann auch dann am Ende den kompletten Stick nutzen. So, jetzt habe ich einen Drive Letter, der heißt hier F. Und jetzt bietet er mir hier EXFAT und NTFS an. Ich würde euch EXFAT empfehlen, NTFS ist so ein Windows-Gedöns, EXFAT ist in der Regel kompatibler. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück, weil FAT32 hat uns ja nicht angezeigt. Wenn ich jetzt hier 32 GB angebe, dann bekomme ich hier FAT32, aber kein EXFAT angezeigt. Das meinte ich mit dieser komischen Windows-Esoterik. Vielleicht gibt es da auch einen Grund für, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal wieder hier den vollen Wert. Klick mich hier durch, nehme EXFAT und nenne das mal Useful with 2, den Rest kann ich so lassen. Gehe auf Next, Finish und jetzt sehe ich, dass er das als Volume in Gänze anzeigt, also die kompletten 64 GB oder hier halt angezeigt als 57,84 GB. Jetzt gehe ich nochmal in den Arbeitsplatz und auch da sehe ich jetzt, dass ich deutlich mehr Speicher zur Verfügung habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten bleibt mal dran, im Abspann habe ich noch ein paar weitere interessante Videos für euch.